Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder auch Abend, meine Freunde. Mein Name ist und bleibt Jack von Jack in the Game und willkommen zurück zu Scars Above, unserem Let's Play-Projekt. Wenn wir draufgehört haben, wir haben unseren ersten Skillpunkt im letzten Part erhalten und jetzt geht es auf in diese Richtung und werden uns mal hier umgucken. So, was denn? Warte mal, haben wir hier Knochenhaufen. Na komm. Mama, tu vas. Wie weit würdest du gehen, um Antworten zu finden? Bin offen, die Spielwelt gerade. Sind wir hier? Oh, ein Wissenswürfel. Nice. Mehr ist hier aber auch nicht, okay. Okay, tokeli. Alter, bist du Tablet deppert oder was? Leck mich am Zipfel. Boah, Bruder. Boost entfernt alle negativen Effekte und verhindert deren Entstehung. Halte Tab gedrückt, um einen Verbrauchsgegenstand in der unteren Hälfte des Rads auszuwählen. Der ausgewählte Verbrauchsgegenstand wird im Schnellzugriff platziert und kann benutzt werden, indem du F drückst. Der Verbrauchsgegenstand benötigt eine gewisse Menge an Fasern. Oh, okay. Weiß ich, der steht über nasser Oberfläche aus. Oh. Halt nicht so nah, es ist giftig. Okay. Lockig und flockig bleiben hier, Jackie Boy. Ah, okay. Oder ist nicht gleich alles schießen? Da kommen wir nicht rüber. Ja, irgendwas wieder am Rumlungern hier. Auch nicht. Ja, sonst steckt sie wieder her und lindert Schmerzen. Logbucheintrag. Ich habe die medizinische Ausrüstung für unsere Mission katalogisiert. Ziemlich potent. Oh, im Himmel! Das hört doch mal auf, ja, Harald! Für unsere Mission gibt es viele Unbekannte. Hey, zum zweiten Mal? Nee, zum zweiten Mal. Dritten Mal. Ich kann auch jetzt dann, warte mal, es kostet 20 Spaß, das kostet auch 20. Okay. Und dann ein paar Drohnen. Oh Gott. Heiliger Gott eines. Du schaffst das. Heil. Heil.
So, was soll ich sagen? Ach ja, heiliger. Jetzt vergessen. Danke, Kate. Oh! Die schon leicht Schockzustände hier, ey. Unglaublich. Wofür könnte so ein riesiges Bauwerk wohl gut sein? Vielleicht zum Energietransport? Oder ist einfach nur eine Säule. Oder ist es nur eine Säule, Kate? Nicht alles ist in irgendeiner Art und Weise besonders. Meter. Robin. Erforderlich für AR. Ah, Augmented Reality. Okay, gut. Der Rucksack ist mit einem organischen Bewuchs überwuchert. Ah. Robinsons Stiefel. Offenbar ging er in Richtung Wasser. Fleischfressende, wurmartige Organismen mit säurehaltigem Speichel. Das könnte meinen Anzug und mich in kürzester Zeit zersetzen. Sie ist jetzt umgebracht? Robinson verlor das Gleichgewicht und hielt sich an diesem Felsen fest. Er hatte wohl Probleme beim Gehen. Oh, Robinson ist mutiert oder hat sich jetzt umgebracht? Okay, aha, hielt sich hier fest. Verlor den Stiefel und ist. Das Gehen fiel ihm schwer. Trotzdem hat er sich in wurmverseuchtes Wasser gewagt. Die Würmer kamen auf ihn zu. Sie sind mit seinem Körper verschmolzen? Was ist aus dir geworden, Richard? Sein Signal kommt von der anderen Seite. Er hat es durch die Würmer geschafft. Ich würde nie so weit kommen. Aber ich muss einen Weg darüber finden. Kryogenischer Extrakt, Gefrierextrakt aus suspendierten Eis, dahin kann als kryogenische Munition verwendet werden. Oh, krieg ich Eismunition jetzt? Nice! Von hier aus kann ich die Energiepunkte des Tors sehen. Perfetto. Kann ich in Ruhe jetzt wieder zurückgehen und schnell mein Leben aufladen. Mal kurz da lang gehen, kurz gucken, was hier ist. Oh, was bist du denn für ein Tier? Kopf eines Spinnenskorpions. Der Kopf wurde gewaltsam vom Körper gerissen. Es muss ein brutaler Kampf zwischen zwei Kreaturen gewesen sein. Vermutlich ein Revierstreit. Tatsache, dass dieses skorpionartige Wesen seinen Kopf verloren hat, muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass es auch den Kampf verloren hat. Hm, gutes Argument. Meine Spinnen sterben auch nicht sofort, wenn man die Beine ausreißt. Hört. Nebenbei, wenn ich habe eine Spinnenphobie. Also von daher. Ich meine, Spinnen-Videospiele kann ich, aber echte Spinnen? Du, da. Ah, die Kinder, bevor sie rauskommen. Okay, das ist gut zu wissen. Noch mehr Wissen. Super. So, da kommen wir nicht runter. Okay, dann wieder zurück. Da kommt bestimmt ein Vieh hier raus, ne? Doch nicht. Das ist guter Zufall. Aber hier jetzt gleich ein Bossfight. Kenn mein Glück, du. Okay.
gedacht, dass es ein Ei wäre, aber war es nicht. So, irgendwo ist hier ein... Doch nicht. Hier aber nee, ist auch nicht. Wachstellen. Wenn du verschiedene Körperteile triffst, du mehr oder weniger Schaden an. Und manchmal kannst du so unterschiedliche Verhaltensweisen deines Gegners provozieren. Einige Schwachstellen verfügen über einen Farbcode und können nur mit einer ausreichenden Menge Schaden eines bestimmten Typs zerstört werden. Schaden hellblau, Blitzschaden orange. Danke. Oh mein Gott. Das ist Naffe. Oder? Oh. Au! Ist er das, Kate? Ist er zu hart? Also. Das war heftig. Die Aggressivität dieser Kreaturen geht über das typische Revierverhalten hinaus. Ruft irgendwas diese Feindseligkeit hervor? Nein, Kate. Die mögen einfach nur nicht uns. Tipp ich mal. Oh, aua, aua. Bleib mal locker hier, King Kong. Au. Komm her, du kleine weiße Schweinebacke. Locker bleiben, Jack. Ja.
Sehr schön. Alter Verwalter, aber so was vom Gibraltar, du. Eingehauen als Mike Tyson, Digga. Du Fasern. Verdammt aufpassen jetzt. Logbucheintrag. In der Blase befindet sich eine leicht brennbare Gasmischung. Wenn man mit einem Brandgeschoss darauf schießt, platzt der Sack und setzt ein großes Gebiet in Brand. Okay, muss ich hier merken. Riesige Spinne? Bitte. Eine Spinne. Ugh. Lass mich raten, ich muss da runter, ne? Oh nein. Ach, was war das denn? Das war ein Gorilla. Oh Gott. Es wirkt, als würde ihr Sekret das Wasser gefrieren lassen. Oh. Nice. Ich bin lieber auf der gefrorenen Oberfläche, wenn ich nicht gefressen werden will. Logbucheintrag. Der Panzer dieser Kreatur ist noch nicht voll entwickelt. Wenn ich ein ausgewachsenes Exemplar finde, kann ich vielleicht sein Gefriersekret nutzen. Nice. Deswegen brauchen wir... Oh Gott. Okay, okay, alles gut, alles gut, alles easy. Da müssen wir runter zu den Viechern oder zu dem großen Vieh, das wir vorhin gesehen hatten. Für ein easy Eis-Upgrade. Komm nicht ran. Doch. Schon sah es ein bisschen unfair. Das hier ist riesig. Es produziert Unmengen dieses Gefriersekrets. So. Oh Gott. Ja, sorry. Vergessen, dass ihr das ja gerne macht. Clean, clean, Wichser. Da. Was brauche ich denn hier? Aus seinen Körpergliedern tropft die Flüssigkeit, die Wasser gefrieren lässt. Der Unterkiefer ist stark ausgeprägt und besteht aus mehreren Paaren knochiger Dornen. Von ihnen tropft eine Flüssigkeit herab, bei der es sich vermutlich um ein Sekret der Kreatur handelt. Die Flüssigkeit scheint über kryogene Eigenschaften zu verfügen. Das Wasser darunter ist gefroren. Das Gehirn und da die Nervenbahnen zu den Organen. Aber da. Verdauungssäuren spaltet die hiesige Pflanzenwelt in eine homogene Masse auf. Bioelektrizität scheint den Prozess zu unterstützen. Aha. Ja, was sind wir da? Diese Drüse scheidet die kryogene Flüssigkeit aus, die das Wasser gefrieren lässt. Interessanto. Cerebrum scheint elektrische Impulse zu generieren. Okay. Die letzten Daten? Sind jetzt irgendwo? Ah. Diese Nervenbahn leitet außerordentlich große Mengen an Bioelektrizität. Aha. Was heißt das, Kate?
Was muss man sagen? Die Kreatur nutzt Bioelektrizität, um aus allem, was sie verdaut, ein Enzym zu erschaffen. Und mit diesem Enzym wird in der Schädeldrüse eine kryogene Flüssigkeit produziert. Wenn ich also eine Probe nehme, kann ich den Prozess vielleicht nachbilden. Hilfe des MDG kann ich damit möglicherweise eine Art kryogenes Gerät bauen. Damit könnte ich an den Würmern vorbeikommen. Ist mehrere kryogene Projektile ab, die Wasser einfrieren und Gegner verlangsamen. Sie eine größere Wirkung bei nassen Kreaturen. Kryogewehr. Mal sehen, ob das Gerät arbeitet. Es funktioniert. Nice. Starke Heimformulierung und Schnellwurm und. Okay. Hab ich doch schon. Welches ein zweites? Hier. Mal einmal kreuzweise. Oh Gott! Also ich habe den zweiten Heal bekommen, okay. Alter. Wie du. Starke elektrische Energie in der Blase fest. Wenn die Schutzmembran von elektrischer Ladung getroffen wird, explodiert sie. Ne, kriegen die auf. Brauche ich irgendwas anderes für? Was soll ich von Optional haben? Waren hier extra. Alles klar, Big Mama. Oh Gott. Keine Munition? Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Au. Oh.
Au, flicken. Autsch. Huck. Ja, richtig gemein, du. Ich mal gebacken. Den ersten Boss, Leute, meine Fresse, noch eins kriegen wir hin. So, ich sehe ordentlich. Bin bereit. So, du heilige Schnute, du. Ja, ja, kenn ich schon. Au! Okay, gut zu wissen. Mehr Schaden. Locker hier. Das war hart. Hart, aber herzlich, du, ey. So, kann am MDG werden, um ein Energieschild herzustellen, der Schaden absorbiert. Hallo, Hallöchen, ich habe gesucht. Was kriegt Schutzschild? Schutzschild und mit Prozent erlittenen Schaden bricht allerdings zusammen, wenn er zu sehr beansprucht wird. Ist ja klar. Wie geht das Schutzschild? Rückkehr von Schutzschild zu aktivieren, der Wert für eine gewisse Zeit oder bis er zerstört wird, alle Angriffe ab. Mit dem Schild den Schaden von 5 Angriffen ab, um das Tutorial abzuschließen. Okay. Okay, jetzt war schon mal 3 Angriffe. Das war angenehm. Danke. Du geiles Stück, du. Gut. Achso, eine Schnute offen, du. Ruf? Noch mehr? Ich bin da lang gegangen. Noch was? Ne, halt, das war die Tür, genau. Dann kann ich ja nur noch da lang gehen. Halt. Noch meine Fähigkeiten. So, Herzliche Ressourcen. 20% mehr Gesundheit. Ja, danke. Nehme ich gerne. Oh. Darf ich bitte hier rauf? Nee? Dankeschön. Okay.
Giftiges Extrakt, eine Patrone mit säurehaltigen Chemikalien, kann das Projektil verschossen werden. Okay. Oh, ich habe einen Scan? Ich habe einen Scan auf C, ist mir aufgefallen. Nice. Oh Gott. So. Checkpoint. Jetzt auch schon wieder Feierabend hier. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Danke, Jama, ne? Und gut, wo ist denn geblieben? Ah, richtig. Vergesst ein Like und Sub oder auch kommentieren, wenn ihr nächsten Part sehen wollt oder was euch gefallen hat oder. Ja, ihr wisst ja. Ansonsten der Link zum Discord, wo ich drauf bin, der ist in der Beschreibung. Ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen. Bis dahin, Höhle mit einem eh und je wunderbarem Höhle. Bis bald.